Also, jetzt sind wir hier im Zeithäuschen. Das bedeutet, dass eben früher die Kirchenzeit hier war und wir hier einfach das Alte noch behalten konnten. Es ist eben von 1869 und stammt aus einer Manufaktur von St. Gallen. Jetzt tue ich das einmal auf. Und dann sieht man hier das schöne alte Uhrwerk. Es war natürlich so, dass man es jeden Tag aufziehen musste. Das ist anhand eines Handwirbel ist das gemacht worden. Und dann waren als Gegengewicht schwere Steine für das Schlagwerk. Und geläutet ist natürlich von Hand worden. Hier hat es die Manivelle, die man hat gebraucht hat. Man konnte hier einfahren und dann drehen. Man, da, man sieht, jetzt, dass das hier Schallseele hat aufgezogen hat. Dann hat es die kleinere gehabt. So wie das hier. Da hat man dann hier aufziehen. Der Pendel ist da unten. Vielleicht hört man sogar den Ton. Von hier sind nachher die Kabel da hochgelaufen und sind direkt zu den Glocken. Und das ist natürlich jetzt zugetan worden. Das Glütsee ist nachher später elektrifiziert worden. Und jetzt gerade in jüngster Zeit haben wir ganz die modernste Anlage, die es gibt hier. Wenn man sich vorstellt, dass da die ganze Sache da drinnen ist. Da sieht man auch noch gerade, wer es gemacht hat, der Rütschi von Aarau. Das ist eine wichtige Glockenfirma noch heute. Und ja, das ist einfach jetzt alles außer Funktion. Jetzt haben wir eine sogenaue Zeit, RDS heisst das, glaube ich, wo Sekunden genau schlägt. Und lustig ist eben, dass wir... Das war jetzt die halbe Stunde. Es schlägt auch die Viertelstunde und dann natürlich die Stunde auch nachher mit drei Glocken. Jetzt haben wir einfach zwei Glocken gehört. Jetzt tue ich das wieder zu. Wenn man denkt, dass die Siegeristen damals, hier waren es drei Generationen, Familie Tschabold, die sich da noch verewigt hier oben. Für jedes Leute mussten hochkommen in den Turm und das von Hand machen. Zwei Glocken man können läuten, aber drehen schon immer. Das hat also schon zwei Personen gebraucht. Was noch interessant ist, etwas Modernes hier sieht man, wo die Zeiger rausgehen, also der Stundenzeiger. Das war früher natürlich viel kompliziertere Sache. Jetzt ist das auch ganz neu gemacht worden. Jetzt gehen wir noch eine Stufe höher, nämlich zu der, direkt zu der Glockenhöhe. Jetzt sind wir hier oben im Glockengarten oder im Glockenstuhl. Er ist offen, also der Wind kann hier gut durchblasen. Und der Schall kann sich natürlich auch gut entwickeln, gegen alle Seiten. Wir sind hier ganz gut geschützt unter dem riesigen achteckigen Dach. Und der ist natürlich jünger als der Turm. Und der Turmhelm ist ganz im Sinn von der Gotik erbaut worden. Und zwar auf Geheiß des Bischofs von Lausanne im Jahr 1453 steht in dem Protokoll auf Latinisch natürlich, und der Turm möge erhöht werden. Und das ist natürlich auch wieder eine Zimmermannssache gewesen. Man kann inwendig hoch steigen, alles über Leitern, die ein bisschen versetzt sind, bis ganz hoch. Und oben ist ein kleines Guckeli, also eine kleine Öffnung,
wo man könnte im Fall, dass man am Kreuz etwas machen müsste, und das ist schon passiert im 1974, dort könnte aussteigen und eine Reparatur vornehmen. Man sieht, dass das enorm viel Schindeln braucht, bis das Dach dicht ist. Und das hat es ungefähr 40 bis 50 Jahre. Man weiß sogar, dass der ganze Aufbau mit 11 Tannen im Jahr 1828 ist erneuert worden, inklusive Schipfene, wie wir sagen. Also Schipfene sind die kleinen Schindeln, und die müssen ja genagelt werden. Der Find von denen ist natürlich nicht nur das Klima, der Regen, sondern es können auch Vögel sein, die picken. Und zeitweise ist auf die Türme nachher auch geschossen worden nach den Vögeln. Das nur noch so nebenbei erwähnt. Wenn wir jetzt den Glockenstuhl selber anschauen, der ist eigentlich freischwebend, also nicht verbunden mit der Mauer, weil der muss können, die Wucht ausgleichen. Und wenn das volle Geläut im Gang ist, dann geht der hin und her. Das kann man also hier erleben. Der ist so flexibel, weil er ja aus Holz ist und kann eigentlich eben in die zwei Richtungen, wo die Glocken schwingen, wo die schwingen ja die gleiche Richtung gehen, kann hin und her gehen. Wir haben hier jetzt heute 4 Glocken. Bis 1553 war es ein Dreiergeläut. Und zwar sind 2 von diesem Dreiergeläut eingeschmolzen worden. Und man hat nachher 1898 die Firma Rüütschi, die ich schon unten erwähnt habe, beauftragt, die einzuschmelzen oder gegen 2 tiefere Glocken zu machen. Die mittlere ist übrig geblieben, aber die ist auch älter als das vorherige Geläut. Wir können sie nachher anschauen zusammen. Sie hat schon die gotische Form. Es hat nämlich früher schon Vorformen gegeben, zum Beispiel Zuckerhutform oder Beinkorb. Schön, jetzt ist es 15:45, und zwar 11:45. Ich würde jetzt mal unten anfangen, bei der untersten Glocke. Das ist nämlich ein F. Die wägt vielleicht 3,5 Tonnen. Ich tue sie einfach mit dem Hammer anschlagen. Das wäre also die tiefste, die auch die Stunde wiedergibt. Nachher gehe ich an die nächste Glocke. Das wäre ein A. Also von der Stimmgabel her. Das wäre also alle gleich alt. Jetzt kommt das C. Es geht auf einen Dreiklang. Es geht also na, na, na. Und das war ein kleines Wesen vom vorletzten Jahrhundert. Man hatte gerne den Dreiklang bei den Glocken. Manchmal noch etwas drunter oder drüber gesetzt. Aber heute ist man da viel freier. Also man hat den Klang, den man heute als schön empfindet, hat man damals offenbar noch nicht gewagt zu bauen. Das wäre also jetzt alle die Glocken von 1898. Und die älteste ist natürlich die interessanteste. Die ist nämlich aus dem 14. Jahrhundert. Das war lang die Sturmglocke gewesen, also bei Elementarschäden irgendwie, oder also Feuersbrunst oder Hochwasser. Ist die geläutet worden und dann sind die Institutionen, die verantwortlich waren für den Schutz, alarmiert gewesen. Vom C ist jetzt das ein D, also der nächste Ton. Und zusammen gibt das nachher einen dissonanten Klang. Es gibt nachher eben den, noch den Ton dazu.
Und das war die mittlere Glocke vom alten Glüt. Jetzt klingt das ganze Glüt na, 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 na oder na, 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 na. Und das gibt sehr einen schönen Klang. Wir gehen vielleicht auf das Detail ein. Ich kann mal den Kallen bewegen von der Glocke. Wir sagen, den Klöppeln sagen wir Kallen, auch beim Küherglüt. Genau das gleiche ist kein Unterschied. Und da muss ich jetzt ein bisschen drunter schnagen. So, hier sehen wir ganz gut eingegossen einen latinischen Spruch in Majuskelschrift. Und das heisst O Rex Gloriae Veni Cum Pace. Das bedeutet also, komm, herrlicher Gott, in Frieden. Ich möchte zum Schluss hier noch ein paar Fotos zeigen. Es gibt nämlich um die neue Deckung vom Dach hier. Man weiss, dass im Jahr 1904 es ist erneuert worden, nachher im Jahr 1955. Und da gibt es ein Bild. Das ist ein Gerüst, das total aus Holz ist. Zwei Männer haben das in ein paar Tagen gerüstet. Und zwar eben mit Eisen und Kette. Und man hat ins Holz getrieben. Und ich war dann Bub und durfte schon auf dem Gerüst rumkraxeln. Und das nächste Mal ist es im 2010 passiert. Und da habe ich auch wieder ein Foto. Das ist ein völlig anderes Gerüst, natürlich jetzt aus Eisen. Und auch dort war es mir vergönnt, bis hoch zu steigen, bis zum Kreuz. Und das ist noch eine schöne Erinnerung, die ich hier habe. Damit sind wir hier mit dem Turm fertig. Und wir gehen wieder ein paar Stockwerke nitzig. Und können uns vielleicht ein bisschen von dem scharfen Klang erholen. Ja, wir wären am Schluss von dieser Kirchenführung von Erlenbach. Ich hoffe, es hätte euch etwas mitgeben können von dieser Kirchenkultur. Und möchte euch vielleicht auch noch offerieren, die anderen Kirchen in der Gegend anzuschauen. Also von Wimmis bis an die Lenk haben wir fast alles romanische Kirchen. Sie sind gut erklärt. In jeder Kirche liegt ein Führer auf mit der eigenen Geschichte. Man erlebt auch die persönliche Ambiance. Und das denke ich mir wirklich es wert, das zu machen. Dann tue ich mich herzlich verabschieden von euch. Und vielleicht kommt ihr wieder mal ins Simmental. Merci.